Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Diablo 3. Und wir haben gerade ein Gespräch verpasst. Die fingen einfach an, als ich gerade fertig war. Und zwar hat der Templer gesagt, wenn alles vorüber ist, kehre ich vielleicht hierher zurück und lebe in Einsamkeit, bis ich einen Zustand der Erleuchtung erlange. Wir sagten daraufhin, ganz allein? Würdet ihr nicht jemanden vermissen? Der Templer dann? Ich weiß nicht, von wem ihr redet. Wir reden natürlich von der Zauberin. Wie hieß sie nochmal? Elana? Elena? Weiß ich jetzt gerade nicht. So, wir müssen jetzt natürlich hier weiter und siehe da. Die Karte ist nicht aufgedeckt. Oh, nee, nee. Scheiße. Doch, die Karte ist aufgedeckt. Ach, wir sind hier in einer ganz anderen. In einer ganz anderen Ecke. Ach so. Och, Mensch. So, wir müssen jetzt. Hier oben ist noch was. Hier oben ist noch eine einzelne Menge, aber wir werden mal erstmal hier unten weiterhin. In der Hoffnung, dass wir noch einen Siegelstein finden. Oh, die hat uns nicht getroffen, Gott sei Dank. Oh, was liegt denn da? Ach so, ist eine Falle oder sowas. Noch nicht bereit. So, wagen wir uns mal hierher, oder? Das Böse wurde zurechtgewiesen. Oh, wir haben hier Dinge. Ach, hier, guck mal da. Dieses Siegel weist auf den rechten Weg hin. Da wird's angezeigt. Was ist das Feuer? Ist das Feuer? Wir werden trotzdem die Karte abwandern. Nichtsdestotrotz. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo. So, jetzt sind wir hier. Guck mal, was haben wir denn hier? Ach so, geht das auch bloß rüber? Ja, nimm schönes Geld mit. Bedrohliche Höhlen, Ebene 1. Hier sprudelt's schön. Da gerade aufgesammelt. Ach, Stammesmaske. Was sind das denn jetzt? Ach, hier, das ist wieder die wundene Höhle. So, da müssten wir jetzt eigentlich hin. Da will ich aber noch gar nicht hin. Wie gesagt, erstmal Karte aufdecken. Gucken wir, dass wir hier noch ein bisschen Loot finden. Danke für die Hilfe, Fremde. Wer ist er denn? Die Leute, die aus der Stadt fliehen, haben alle möglichen Dinge zurückgelassen. Habt ihr vielleicht an etwas Interesse? Wiss nicht. Er hat uns das jetzt hier hingeschmissen, oder was? Okay. Dachte eigentlich, das ist jetzt so was wie so ein Händler oder so. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Ach naja, so mächtig sind die jetzt auch Was nicht. für eine monströse Kreatur. Atem des Todes. Was haben wir denn da jetzt gekriegt? Mist. Keine Ahnung, was Atem des Todes war. So. Was wartet jetzt hier? Bedrohliche Höhlen. Da gehen wir jetzt drin. Da gehen wir jetzt hinein. So, Ebene 1.
fette Viecher ist. Lass die mal kämpfen, lass die mal kämpfen. So Leute, nun stellt euch mal vor, ihr seid zu Hause und die laufen da über euren Teppich oder über euren Boden. Und dann geht das hier ab, du. Ich kann nicht noch mehr tragen. Markise. Wir werden gleich mal nach Hause daddeln. Und zwar... Ich kehre in die Stadt zurück. Ja. Nur mal kurz hier, zurück und, wo waren das jetzt hier? Hier. Die angelegte Reparaturen. Alter, 5000? Wann war ich das letzte Mal? So, der... Kappes kann erstmal alles weg. Blau kann auch erstmal alles weg. Und da muss ich erstmal gucken, was haben wir denn hier noch gekriegt? So, seltener Ring. Hier ist eigentlich nichts mit bei. Was ich jetzt hier so gebrauchen könnte. Warte mal, seltener Ring hat doch... Kann er da irgendwas von ihr brauchen? Zähigkeit. Hier ist noch was. So. Der kann erstmal mit dem ersten getauscht werden. Danke. Wunder, dass der. Den tausche ich damit. Gute Idee. Aber guck mal, der ist wieder höher als. Ne, dann nehmen wir den dahin. Genau richtig. So, jetzt ist das rot, das rot. Wenn ich die beiden tausche, sind die beiden auch rot, ne? Das ist kompliziert. Dass da keine. Dass nicht Bäder angezeigt werden. Weißt du, wenn ich zwei Ringe trage, dann kann er doch auch Bäderringe anzeigen. Das ist doch Nonsens schon wieder. War hier jetzt doch auch. Nee, warte mal, halt. Da ging jetzt hin. Oh, die falsche Taste drückt. Hier, alt. Kann ich doch hin und her. Und dann sehe ich, dass da nichts zu holen ist. So, können die auch weg. Gut. Dann gehen wir da hier hin. Ne, warte mal. War hier irgendwo, ne? Ja. Und dann könnten wir eigentlich... Warte mal. Warte. Nicht, dass wir hier wieder was verpassen. Ne, verpassen wir eigentlich nicht. Fällt wegen Samuels... Vom Tod berührt. Ich war von den anderen Soldaten getrennt und von Toten umgeben, als ich ihn sah. Ich habe dem Tod selbst ins Gesicht gesehen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich starrte ihn nur an, als er durch mich hindurchging. Seine Berührung war kalt, eiskalt. Etwas in mir hat sich verändert. Etwas, das mir unverständlich bleibt. Ja, man wird wahrscheinlich anders drüber denken, wird leben. Aufbruch. Ich kann nicht bleiben. Ich muss weiter. Ihr könnt mich nicht allein lassen. Wo soll ich nur hin? Hier sollte es sicher sein. Bitte, bleib doch noch ein paar Tage. Geh doch mit ihm mit. Wie war das denn? So, wir werden wieder zurückwatscheln. Dann können wir hier das Ding hier mitnehmen. Was war das jetzt hier? Ja, nichts, was man hier brauchen kann. Würde mich auch wundern, wenn ich hier irgendwas finde, was ich gebrauchen könnte. Braucht mehr Zeit. Ihr sterbt! Hm.
wenn unsere Gegner stark sind. Ich ergebe mich nicht. Ich gehe immer ein Stück weg, damit Edgar das aufsammeln. Igor das aufsammeln kann, das Jolt. So, hier sind die Ebenen 2. Gut. Dann können wir nämlich hier oben noch ein bisschen weiter hin. Alter, das sind aber viele. Ein echter Volltreffer. Edgar hat keine Lust gehabt, habt ihr das gesehen? Da steht der seelenruhig, guckt in die Luft. Lololo, Hans guckt in die Luft. So, ihr Trost dem Motto, macht ihr mal. Naja, wir haben es ja trotzdem geschafft. Ist ja nicht so, dass wir hier elendig krepieren würden. Blauen Crap hier gibt es ja schön oft. Manchmal habe ich das Gefühl, ich drücke hier mal irgendwie meine Sachen hier, um überhaupt irgendwann mal was zu drücken. So, gut, dann können wir jetzt nach unten. Und dann geht's denn weiter. War das hier? Nee, das war doch ganz woanders. Scheiße, wo war das? Wo war das jetzt? Ich glaube, wir müssen da weiter rüber. Hier weiter zurück. Hier, der Armbart, genau. Ja, genau. So, da sind wir in den Ebenen 2. Ja, ja, mach dir mal, du. Da war ja los. Seit ich schon lange nicht mehr gesehen habe, so einen ollen komischen Gnom hier, so einen, oder einen Goblin, oder nee, wie heißen die? Mitten ins Herz. Leute! Was ist denn hier los? Könnt ihr auch mal übertreiben.
Die Geister leiten mich. Ich brauche mehr Zeit. Komm, wir haben keine Zeit. Fallen aber auch immer mehr vom Himmel hier da. Meine Güte. Ja, wie viel sind denn das hier? Guck mal, jener dazwischen, der hat dann auch Kohle dabei. Alter, das hört ja nicht mehr auf hier. Schattiger Bann. Da ist wieder einer, der wieder ein bisschen Gold dabei hat. Ich hoffe mal auf Sackgassen. Ein bisschen deprimierend ist es schon, dass man hier nichts Vernünftiges mehr findet hier. Nichts, was man, wo man sagt, so, yeah, das ist jetzt für mich, das ist geil, das ist gut. Nichts, nichts, einfach nix. Gar nichts. Wirst du nicht belohnt hier. Das Belohnungszentrum im Hirn ist gerade so. Ich muss mir schon die ganze Zeit so einen Husten verkneifen, ey. Ich hab so in letzter Zeit auch wieder so einen Reizhusten. Ich weiß nicht. Ich hatte die Woche schon 2 Tage gehabt, wo ich da so ein bisschen durchgehangen habe. Pfade der Versunkenen? Ach so, das ist der Ausgang. Ja, ja, alles klar. Ja, da hat man dann so ein bisschen so Halsschmerzen, dann Kopfschmerzen, dann geht die richtig scheiße. Dann war das immer bloß so, keine Ahnung, das war abends immer rum. Und wenn du dann noch auf Arbeit hockst, dann denkst du, oh. Da habe ich eigentlich gedacht, dadurch, dass hier so Grippewelle und so alles ist hier, meine, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier irgendwie die Grippe kriege oder so. Ich klopfe mal auf Holz. Hatte ich ja bisher noch nicht gehabt, Grippe. Soll auch so bleiben. Aber wir sind hier durch. Was wollte ich sagen? Aber so eine normale Erkältung kriegt man ja, ich sag mal, schnell mal irgendwo her. Ah, war nix gewesen, du. Nächsten Tag, morgens aufgestanden, alles schick. Alles gut. Und dann abends wieder. Oh, muss mal strecken hier. Abends dann wieder dieselbe Scheiße, wieder fast zur selben Uhrzeit, was ein bisschen ganz seltsam war. Und da dachte ich dann auch so, oh Mann, brech doch, wisse, dieses, brech doch endlich aus oder nicht? Oder lass mich in Ruhe. So, und dann ging es wieder und ja, zwischendurch, dann so hat man dann so, also wie Reizhusten. Es ist manchmal ganz komisch mit der Gesundheit. Wie sagt man so schön, die zu Ende? Ich meine, ich hätte nichts dagegen gegen eine Auszeit, na, um Gottes Willen. Wäre der Letzte, der sagen würde, oh, noch ja. Nee, lass mal, Auszeit ist scheiße. Das Leben ist wie dieser Sumpf, voller Dreck und Schlamm und immer bestrebt, uns zu Fall zu bringen. Wir müssen stark genug sein, darüber hinauszuwachsen, oder unsere Existenz ist nichtig. So, I guess mal ordentlich. Ah, abgehustet. Naja, mal sehen, ob da noch irgendwann was kommt oder nicht. Oder wie auch immer. Was ist denn das hier eigentlich? Achso. Das ist da, wo wir rausgekommen sind, ne? Also müssen wir hier oben weiter.
Na, das hatten wir ja nun schon geklärt, ihr habt jetzt, dass das... So, hier sind noch natürlich die anderen Eingänge. Das ist nicht der richtige Weg. Was ist denn, wenn man die Wege geht? Klärt mir mal einer auf hier. Ich will da jetzt aber nicht reingehen. Kobolde waren das, ne? Die hier immer rumrennen mit ihrem Goldsack. Dieser Weg führt nicht nach Corvus. Ich will ja da auch nicht rennen, Freunde. Ich will ja da auch nicht rennen. Ich will hier einfach nur noch die Karte so ein bisschen absuchen. Oh yeah. Einen neuen Portalpunkt, sehr gut. Nur eine Brücke, nichts dahinter. Lass uns mal das Siegel hier noch auslösen. Neues Ereignis. Helft den Forschern. Was für ein Forscher? Tötet den kreichenden Schrecken. Aber hä? Oh. Noch nicht bereit. Klar, hat er gerade ausgelöst. Aber nicht schafft, ja. Hexe nannten sie mich. Aber es waren leere Worte. Sobald ihre Töchter ein unerwünschtes Kind erwarteten, sobald eine Krankheit sie plagte, die kein Heiler behandeln konnte, wen flehten sie dann um Hilfe an? Als sie mich brauchten, verschwand die Moralität, die sie bei Tage zur Schau trugen. So ist es immer. Wie? Ich lebe noch? Vielen Dank. Doch ich muss euch warnen. Diese Tiere sind von einer Seuche befallen und müssen getötet werden, bevor sie sich weiter verbreitet. Oh. Für einen Trunk, der gegen die Seuche wirkt, habe ich eins von ihnen aufgeschnitten und die Eingeweide an mich genommen. Das riechen die. Deswegen greifen sie an. Die Geister sind mir wohlgesonnen. Boah, Stufe 66, alter Falter. Nehmt dies als Dank. Ich muss zurück an meine Arbeit. Wie Igor ihn da abgrabbelt, wisst ihr? So, ich wollte jetzt gucken, was gibt es hier Neues? Gibt es hier überhaupt irgendwas? Oh. Ach, ein Zweihand. Okay, das ist auch Zweihand. Der Schild bringt ihm erstmal nichts. Mir bringt er auch nichts. Na gut. Bringt wieder alles nix hier, du. Da kann ich nur so sagen, ist ein Skandal. Es ist einfach nur ein Skandal. Oh. Dies ist nicht der Weg, nach dem ich gesucht habe. Ja doch. Wisst, wo der Weg ist? Ah, die sollen fallen hier, ja. Gehen die auf den Zeiger. Oh, ein Gürtel. Endlich mal wieder was.
Wo ich sage, das ist doch mal wieder was. So, Freunde, ich würde sagen, gehen wir mal kurz in die Stadt zurück. Wir analysieren erstmal, was wir da haben, ne? Den können wir bestimmt gebrauchen. Den können wir bestimmt gebrauchen. 0,9. Oh. So doll ist das jetzt aber auch nicht, hä? Regeneriert. Oh, doch. Leben. Oh, oh. Giftpfeil um 13%. Giftpfeil haben wir doch, ne? Jo. Naja, das ist gut. Das ist gut. Erhöht den Radius. Wenn ihr eine Kiste öffnet, wird auf einen Gegner in der Nähe Heimsuchung gewirkt. Ja, komm. Nimm mal mit hier. Sehr schön. Und dann gehen wir erstmal hier nochmal hin. Hauen weg. 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 Reparieren alles. Das ist aber auch alles schon ganz schön teuer hier. Gehen nochmal zur Beutetruhe. Packen die da rein und dann sind wir auch schon wieder durch hier. Quatschen will keiner? Okay. Gut. So, dann wollen wir mal hier weiter watscheln. Ich überlege gerade, die Folge ein bisschen länger zu machen. Mit dem Hintergrund, dass wir die Karte erstmal aufdecken. Meine Güte. Dass wir die Karte hier so ein bisschen aufdecken. Was meint ihr, wie lange Adria wohl durchhält, wenn ich ihren Kopf in einen dieser Bluttümpel drücke? Armselige Hütte. Oh. Kann sie ja nicht öffnen hier. Jetzt. Das war ziemlich absonderlich. Ja, ein bisschen, ja. Eine Hütte kann ja nie groß sein, ja. Noch nicht bereit. Das ist ein bisschen scheiße da. So, wo ist der jetzt hin? Atem des Todes. Oder LPR hat Luca getötet. Oh, der arme Luca. Das ist eine Truhe. Tja, hat er wohl verdient, ne? So, wir haben hier oben noch ein bisschen, aber ansonsten sind wir durch. Ich hoffe mir nicht mehr sehr viel von der Erkundung jetzt da. Okay. Das hat sich ja mal gelohnt jetzt gerade, wa? Das sprudelte nur so aus sich raus. Ja, ja. Ja, ja, ja. Na, guck mal, hier war ja nichts eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, watschel ich mal jetzt zum... zu unserem Punkt, wo wir hin müssen. Nehmen wir den Kollegen da noch mit.
Ja, wenn du denkst, du gehst jetzt da vorbei. Ach, Mann, ey. Ja, falsche Taste. Ach na, dann denkt man nimmt sich mal so einen schönen Tag wieder vor, wo man mal ausgiebig aufnehmen kann und dann so weit wieder. Danke, wollte ich jetzt hier noch eine Weile aufnehmen. Jedenfalls bis Mittag. So, Durchgang nach Corvus. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin haltet die Ohren steif und tschüss.